Herzlich willkommen zu meinem ersten Online-Kongress. Du zählst mit all deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Mein Name ist Sandra Linke und mein heutiger Gast ist Nandi Deva. Herzlich willkommen, Nandi. Schön, dass du heute dabei bist. Danke, dass ich dabei sein kann, Sandra. Ja, ich werde zum Anfang ganz kurz etwas zu deiner Person sagen und dann steigen wir in die Fragen. Okay, lieber Nandi, du bist Leiter und Gründer der Lebensschule Self-Awareness Awakening. Das heißt zu gut Deutsch, Erwachen des höchsten Gewahrseins. Und das bist du geworden, weil du wirklich mittlerweile 40 Jahre Erfahrung hast in Forschung und wirklich im Sein von der Praxis Meditation als Yogi oder als Praktizierender und das Ziel eben hast, nicht nur für dich dieses reine Gewahrsein erleben zu können und zu spüren, sondern diese Selbsterkenntnis, die damit verbunden ist und auch dieses Gefühl von universeller Liebe, was wir dann erfahren können, wenn wir das praktizieren, anderen Menschen weiterzugeben. Und seit 2012 gibst du dein Wissen in der Schweiz weiter. Und ganz aktuell hast du ein Buch geschrieben über das Sterben. Und ich finde das ein so wunderbares Buch, weil eben es ist kein theoretisches Buch, sondern es ist ein praktisches Buch, wo du im Inhaltsverzeichnis kann man durchgehen, ganz viele Fragen gestellt sind, die sich viele Menschen stellen. Ich hoffe, alle Menschen irgendwann stellen, weil das ja nun mal etwas ist, was auf uns alle zukommt und man dann dieses Buch nicht chronologisch durcharbeiten braucht, sondern einfach sich raussuchen nach Interesse, was einen interessiert. Und ich denke, dein Ziel damit ist es, einfach den Menschen bewusst zu machen, wie wichtig das Sterben oder das Beschäftigen mit dem Tod ist, um die Lebendigkeit in einem wirklich nicht nur zu spüren, sondern auch im Alltag zum Tragen zu bringen. Und deswegen fühle ich mich ganz geehrt, dass ich dieses Buch schon lesen durfte. Und lass uns da ein bisschen einsteigen und mit den Zuschauern deine Erfahrung teilen, die du gemacht hast in dieser Praxis und in diesen vielen Jahren der Selbsterkenntnis und vor allen Dingen dieses reine Gewahrsein. Da wollen wir dann nachher auch noch einen praktischen Teil für die Zuschauer haben, damit sie ins Spüren kommen können. Was genau bedeutet das? Wie kann ich auch Zugang haben zu diesem Gewahrsein und zu diesem Gefühl der universellen Liebe? Und da möchte ich dir ganz herzlich schon im Vorhinein danken, dass du dazu bereit bist. Genau, und hoffe, dass du dich so in der Kürze allumfassend vorgestellt fühlst und gleich mit meiner ersten Frage starten, die da ist: Wie bist du zum Meditieren gekommen oder würdest du sagen, das Meditieren ist zu dir gekommen? In dem Moment, in dem die Klarheit erwacht, dass man selbst existiert, dass ich existiere in einer sehr großen Direktheit. Mhm. Das war vielleicht mit 10, 11, 12 Jahren. Und seit der Zeit war es ganz klar, meine Aufgabe, das immer weiter zu vertiefen, dieses Verständnis, was dieses Leben wirklich ist, aus was es wirklich besteht. Und nicht nur, warum bin ich hier, sondern was ist das Leben selbst? Das war die Hauptfrage, und der ich immer tiefer nachgegangen bin, weil ich, und interessanterweise ist das keine, ist es nicht einfach eine theoretische Übung, sondern es ist ganz klar etwas, was ich mir nicht selbst angelernt habe, sondern im Sinne von, wie du es angedeutet hast, es war ein Erkennen da, und aus diesem Erkennen heraus
ist dann eine Bewegung für diese, in dieser physischen Existenz geworden. Und die hat angefangen und nie mehr aufgehört. Und dadurch ist mir die Größe und Tiefe des Lebens selbst bewusst geworden, zugänglich geworden, lebendig geworden und eben nicht nur als Theorie, als Möglichkeit, als ich sag mal als Philosophie, die Liebe zur Weisheit, sondern die Liebe zur Weisheit sollte eigentlich das direkte Erkennen, heißt das direkte Erleben beinhalten, Philosophie. Und als ich die westliche Philosophie kennengelernt habe, wurde mir bewusst, dass das dort nicht so ist. Dass es ein geisteswissenschaftliches Fach ist, was aber an der Umsetzung mangelt, da hapert es einfach an